Robben. Durch die Abwehr. Und er probiert's. Tor für den FC Bayern München. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Der Keeper kann den Ball nicht festhalten. Da ist die Chance. Da ist es passiert. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. So macht das Spaß. Das kann man sich angucken. Mario Götze. Ein langer Ball nach vorne. Jetzt hat er die Chance. Und jetzt versucht es. Und noch ein Tor. Und so langsam aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi Küpper? Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was da... Schön zurückerobert. Jetzt könnte er flanken. Er steigt hoch. Und noch eins. Dieses Spiel ist lange entschieden. Es ist jetzt alles nur noch eine Frage der Höhe. Ein guter Lauf. Und drin ist er. Hier spielt eigentlich nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie zweistellig wird die Geschichte? Das ist so ein kleiner Samba-Tanz im 16-Meter-Raum, aber sieht gut aus. Gut geholt. Ein langer Lauf Richtung Tor. Und da ist es passiert. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. Exzellent macht er das, dieser Strolch. Niemand sonst hätte hier so ein Tor erzielen können. Der Torwart kann nur noch staunen. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Nachschuss. Und sie setzen noch einen drauf. Und jetzt nehmen sie die richtig auseinander. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Er zieht aufs Tor. Und sie setzen noch einen drauf. Heute sind sie bösartig. Sie lassen nicht ab von ihrer Beute. Ein wirklich brillantes Tor. Der Ball läuft. Und bitte. Und er zieht ab. Und drin ist er. Dieses Spiel ist lange entschieden. Es ist jetzt alles nur noch eine Frage der Höhe. Wieder mal mit der Balleroberung. So kennt man ihn. Und dann hat er ganz schnell umgeschaltet. Die Chance. Und da ist es passiert. Hier spielt eigentlich nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie zweistellig wird die Geschichte? Da kann er sich lösen. Den versucht er reinzuschicken. Und noch eins. Heute sind sie bösartig. Sie lassen nicht ab von ihrer Beute. Was für ein Lupfer. Da reißt er noch die Arme in die Höhe, aber der... Und jetzt Müller. Gefahr fürs Tor. Kriegt die zweite Chance. Und noch ein Tor. Und jetzt nehmen sie die richtig auseinander. Dicker Schnitzer vom Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet. Er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. Langer Pass nach vorne. Hier ist Sackgasse.
und abgefangen. Wer kriegt denn den Ball? Ja, dribbelt aufs Tor zu. Jetzt kann er noch mal draufhalten. Und da ist es passiert. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. It's up to you, Hansi. Was hältst du von diesem Tor? Und er schießt. Auch noch eins. Hier spielt eigentlich nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie zweistellig wird die Geschichte? Den holt er sich. Jetzt aber. Und er zieht ab. Und noch ein Tor. Und jetzt nehmen sie die richtig auseinander. Das ist das perfekte Umschaltspiel. Das ist Konterfußball par excellence. Ganz schnell sind sie in den Gegnerangriff gegangen und sie haben das Tor gemacht. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Das war ein beeindruckender Sieg.